Gerhard Kiechler, es soll in eurer Gemeinde so ein Themapark entstehen. Was würde das bringen, der Gemeinde Goms? Ja, ich hoffe, dass es eine Ergänzung ist zum Tourismus. Zu dem, was wir jetzt eigentlich schon haben. Ja, eigentlich das vor allem. Jetzt ist ja das der Christoph Oden, so jetzt die treibende Kraft, Verwaltungsrat von der BVZ Holding AG. Wie ist das eigentlich alles entstanden? Wie hat das angefangen, das Projekt? Der Christoph Oden hat eigentlich schon anscheinend 2010 das erste Mal das Gefühl gehabt, das wäre eine gute Sache. Er hat schon mit der Arma Suisse vorher schon Kontakt gehabt und gefragt, ob das möglich wäre, hier so etwas zu machen. Eigentlich mit der Vision oder mit der Idee entlang von einer Bahnstrecke, dass man da irgendwie etwas machen sollte. Und das war eigentlich der Grund gewesen. Er hat dann in Zermatt etwas machen. Der damalige Gemeindepräsident von Recklinghausen hat aufgrund von einer Naturgefahr hat er mit ihm da zu tun gehabt. Und durch das ist eigentlich der Kontakt hier da gekommen. Aber er war, irgendwann wäre er ja dann entstanden. Jetzt seht ihr ja, das Projekt kostet von ungefähr 25 Millionen vor. Wie viel würde denn die Gemeinde Goms da beisteuern? Also die Gemeinde Goms hat jetzt zusammen mit der Matterhorn-Gotthardbahn, vermutlich mit San Gotthardo und eventuell mit dem Bundesamt für Energie, die wir das Vorprojekt finanzieren. Wie es nachher aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht. Also dafür muss eigentlich das erste Vorprojekt da sein. Erst dann kann man eigentlich sagen, wie viel das Gemeinde dran wird investieren. Ist schlussendlich die Frage, was wird es für eine Gesellschaft, wird es ein AG oder was auch immer und wer dabei ist. Jetzt hat es ja eine Infoveranstaltung gegeben, es sind viele Leute da gewesen. Wie habt ihr das erlebt? Es ist noch schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl positiv. Also ich habe den Eindruck, dass ich habe interessiert zugelassen. Die meisten haben es natürlich das erste Mal gehört. Ich denke mir, wenn du das erste Mal so viele Informationen bekommst, ist es noch schwierig, gerade einzuordnen. Es wird mich interessieren, wenn es dann die nächsten Tage wird sein, ob da weitere Fragen kommen.